Tumblr ist so ein Zwischending zwischen einem Blog, also einem Webtagebuch, einem sozialen Netzwerk wie Facebook und einem Microblogging-Dienst wie Twitter. Dort sind die Einträge auf 146 Zeichen beschränkt, soviel ich weiß, also gleich wie beim SMS-Dienst. Tumblr ist ideal geeignet als Schaufenster auf dein Wirken, vor allem im multimedialen Bereich für Fotos und Filme, Audiodateien und kurze Texte, sowie als quasi Sammelpool für alles, was du so im Internet aufstöberst. Bevor du dich anmeldest, lohnt sich vielleicht ein Blick auf diese 30 Gründe, warum du Tumblr möglicherweise lieben wirst. Schau sie dir an, sie sind zwar englisch, aber es gibt dir einen guten Überblick über die Funktionen von Tumblr. Zurück auf Home, bist du wieder in diesem Anmeldefenster. Du brauchst drei Angaben, um dich anzumelden. Eine gültige E-Mail-Adresse, ein Passwort, das natürlich möglichst sicher sein soll, und die gewünschte URL, das wäre also in meinem Fall jetzt Thomas Staub. Das ist das, was dann anstelle dieses www vors Tumblr hinkommt. In meinem Fall dann eben thomasstaub.tumblr.com. Das sieht dann so aus. Wenn ich angemeldet bin, zunächst kommst du auf dieses Dashboard, das ist die Eingangsseite, wenn du dich bei Tumblr anmeldest, und es ist ein bisschen vergleichbar mit der Hauptseite bei Facebook. In der Hauptspalte werden alle Einträge aufgelistet von Blogs, die du eben mitverfolgst, unter anderem natürlich auch deine eigenen Einträge. Von hier aus kannst du auch direkt einen neuen Eintrag erstellen, einen Text, ein Foto, ein Zitat, einen Internetlink, einen Chat oder eine Audiodatei bzw. einen Videoclip. Auf der rechten Seite gibt es eine Übersicht, wem du folgst. Ich folge im Moment nur zwei Personen. Das heißt, alle diese Beiträge werden in meinem Dashboard dann aufgelistet und ich sehe, was die so alles zusammentragen. Und hier kannst du dann eben weitere Personen hinzufügen, entweder nach Interessen, nach Themen. Du kannst deine Kontakte nach Tumblr-Usern durchsuchen lassen. Finde ich nicht so eine tolle Funktion, weil mir nie ganz klar ist, was dann passiert, wenn ich meine Kontakte Tumblr überlasse, aber du kannst hier ganz gezielt nach Tumblr-Usern suchen. Meist kennst du die ja über ihre E-Mail-Adresse oder die Tumblr-URL, wenn sie dir zum Beispiel mitgeteilt wurde, oder eben den Usernamen. Du siehst, ich habe im Moment nur zwei Personen oder User von Tumblr, die ich verfolge, nämlich die Seehalde, eine Schule in Niederhasli, und Steph, das ist schon voreingestellt, das sind die Leute von Tumblr selbst. Zurück zum Dashboard. Tumblr entdecken listet dir interessante Tumblr-Blogs eben thematisch geordnet auf. Du kannst nach Tags suchen, also nach Schlüsselbegriffen, also beispielsweise Fotografie. Und dann werden dir alle Tumblr-Posts, die sich mit Fotografie beschäftigen, aufgelistet. Und hier kannst du direkt einen interessanten Eintrag, sogenannt rebloggen, also quasi auf deiner Seite weiter veröffentlichen und so quasi zur Popularität dieses Beitrags bzw. dieses Urhebers beitragen. Du kannst ihn als Favorit markieren, entspricht ein bisschen diesem Facebook-Like-Button. Zurück zum Dashboard. Interessant ist jetzt vor allem natürlich dein Blog. Bei dir ist er möglicherweise noch leer, aber hier siehst du jetzt alle meine Einträge. Hier zum Beispiel habe ich etwas re-geblockt, also einen bestehenden Eintrag auf meiner Seite weiter veröffentlicht.
Dann habe ich hier einen YouTube-Clip geblockt, hier ein Bild mit einem Kommentar versehen, einen Link, hier wieder etwas re-geblockt, das ist ein Text und wiederum eine Fotografie. Also das ganz verschiedene Möglichkeiten, interessante Inhalte weiterzugeben. Diejenigen, die deinen Blog verfolgen, die sehen das nicht so wie in diesem Fall, sondern das sieht dann so aus: mit Toms Blog öffnen geht es in einem neuen Fenster auf. So sieht das dann für alle anderen aus. Ich habe hier ein Template gewählt, das recht schlicht ist. Wie du das anpassen kannst, zeige ich dir gleich. Es wird immer gesagt, worum es sich handelt. Also hier ein Video, eine Fotografie. Hier sind zusätzliche Seiten. Hier erfährt man etwas über den Urheber dieses Blogs und hier kann man mich etwas fragen. In normalen Blogs kann man Kommentare zu einem Eintrag schreiben. Das geht hier nicht direkt, aber du kannst zum Beispiel eben über diese Fragefunktion eine Bemerkung hinterlassen beim entsprechenden Urheber und so einen Dialog antreten. Ist also auch eine Möglichkeit eines gegenseitigen Kommunizierens. Gut. Wie du diesen Blog anpasst, siehst du hier. Einerseits hast du die Blog-Einstellungen. Hier sind so die grundsätzlichen Einstellungen, wie er heißen soll. Das kannst du jederzeit ändern. Du kannst einstellen, wer was machen darf, wie soziale Netze integriert werden. Ich gehe da nicht weiter auf die Details ein. Da kannst du dich sicher selber durchschlagen. Du hast hier eine Übersicht über Nachrichten, ob jemand zum Beispiel eine Frage an dich gerichtet hat und so weiter. Es ist eine Übersicht über deine Einträge, über Entwürfe, also Einträge, die noch gar nicht veröffentlicht sind. Und mit Blog anpassen, etwas klein geschrieben, kannst du dieses Design ändern. Über die Templates beispielsweise bekommst du einen Überblick über alle möglichen Designs, die du mit einem einzigen Mausklick anwenden kannst. Ich bin aber zufrieden mit meinem und gehe wieder zurück. Gleichzeitig kannst du hier das Erscheinungsbild noch ein bisschen anpassen und die Funktionen, je nach Template, hat dann auch eine andere Funktionalität, die dahinter steht. Seiten, hier wären also diese zusätzlichen eher statischen Seiten, die eben beispielsweise über dich als Person Auskunft geben, und mit erweitert hast du noch die Möglichkeit, das Erscheinungsbild noch etwas genauer einzustellen. Ja, auch hier lasse ich dich ein bisschen ausprobieren. Mit Schließen komme ich wieder zu dieser Übersicht. Noch kurz die weiteren Funktionen hier. Du kannst zusätzliche Blogs erstellen, zum Beispiel wenn du für einen Verein, für deine Klasse einen Blog erstellen willst, kannst du hier eine neue URL eingeben, einen Titel, allenfalls den Blog Passwort schützen. Mit Blog einrichten ist er schon bereit und erscheint hier oben in der Navigation. Das Coole am Ganzen ist, der ist jetzt nicht nur auf dich beschränkt, sondern du kannst Mitglieder zu diesem Blog einladen, beispielsweise per Mail, und so könnt ihr gemeinsam an diesem Tumblr-Blog arbeiten. Dieser neu erstellte Blog, auch der ist wieder einzeln über eine eigene Adresse sichtbar, im Moment allerdings natürlich leer. Aber das ist eine gute Möglichkeit, gemeinsam zum Beispiel ein Portfolio zu verwalten. Dann hier haben wir die Nachrichten. Hier wirst du informiert über Vorgänge, die deinen Tumblr-Blog betreffen. Hier die Hilfedatei, die ist sehr gut. Hier werden dir alle Funktionen erklärt. Alles, was ich in diesem Film noch nicht erklärt habe, findest du sicher hier. Hier hast du die Account-Einstellungen, kannst du also nachträglich dein Passwort ändern.
Das Wichtigste habe ich dir natürlich jetzt noch gar nicht gezeigt, wie du nämlich einen neuen Beitrag veröffentlichst. Nun, es ist auch denkbar einfach und braucht kaum eine zusätzliche Erklärung. Nehmen wir an, du willst ein Bild veröffentlichen, so klickst du auf diesen Bereich Foto, wählst ein Bild auf dem Computer aus, hier in meinem Fall ein Bildschirmfoto. Ganz wichtig natürlich, dass du keine Urheberrechtsverletzung begehst, dass also das Bild wirklich auch von dir ist. Du kannst auch ein Foto schießen über die Webcam und hier jetzt noch weitere Fotos hinzufügen, also eine ganze Galerie erstellen. Dann eine Beschreibung. Und ganz wichtig, die Tags setzen. Mit jedem Enterschlag wird ein neues Schlüsselwort hinzugefügt und das erleichtert es eben, deinen Beitrag aufzufinden. Du kannst hier noch angeben, wann es veröffentlicht werden soll, wenn nicht jetzt, wo es publiziert werden soll, in deinem Blog oder in einem allfälligen zusätzlichen, der hier in der Liste ist. Und dann sind wir eigentlich soweit. Du klickst auf Eintrag erstellen. Die Datei wird hochgeladen und ist nun bereit. So sieht es nun so aus. Ja, und damit bin ich am Ende dieser kurzen Einführung. Ich wünsche dir natürlich viel Spaß und viel Erfolg bei der Arbeit mit Tumblr.